Sonntag, 21 Uhr. Hier ist Hart aber fair mit Frank Plasberg. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Hart aber fair. Schön, dass Sie dabei sind. Vielen Dank. Danke für den netten Empfang hier in Berlin. Ja, die Klassenfahrt nach London steht an. Eine Mutter sagt, mein Kind wird nicht mitfahren. Andere Eltern sagen, wir lassen uns doch nicht verrückt machen. Diskussion in Zeiten des Terrors. Verstand gegen Bauch, Vernunft gegen Angst. Immer wieder unterbrochen von neuen Terrormeldungen wie heute. Ein Auto rast, ja, in London in eine Menschengruppe. Diesmal trifft es Muslime, die vom Gebet kamen. Ein Toter, 10 Verletzte. Dann heute Nachmittag Paris. Ein Attentäter stirbt bei der Explosion seines Autos. Der Mann war den Behörden als radikaler Islamist bekannt. Mit jedem neuen Anschlag wächst dann auch bei uns die Nervosität. Die Folgen? Zum Beispiel Vorsichtsräumung beim Rockfestival, Bombenalarm im Urlauberjet. Wir fragen vor der großen Urlaubs- und Festivalsaison, wie verändert der Terror unser Leben? Wo schleicht sich die Angst ein, auch wenn es ja immer heißt, wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen? Gibt es nicht auch ein Recht darauf, Angst zu haben? Und welche Eskalationsstufe wählen die Terroristen als nächstes, wenn sie uns, verzeihen Sie mir das Wort, aber wenn Sie uns mit normalen Anschlägen nicht mehr schocken können. Unser Thema, wenn Terror Alltag wird, ist mutig sein jetzt Bürgerpflicht. Und das sind unsere Gäste. Julia Schmitz überlebte den Terroranschlag im Bataclan in Paris und sagt, die Terroristen wollen doch, dass wir Angst haben. Ich lasse mir aber mein Leben von denen nicht bestimmen. Ich gehe weiter auf Konzerte. Dietmar Heubrock, der Rechtspsychologe von der Uni Bremen, stellt fest, absolute Sicherheit gibt es nicht. Das können wir Deutsche nur schwer ertragen. Mehr Polizei, Betonpoller gegen Lkw, alles nur Show, damit wir uns besser fühlen. Helfen tut es kaum. Thomas Strobel, der CDU-Innenminister von Baden-Württemberg, sagt, doch, es hilft. Wir müssen bei der Sicherheit alles aufbieten, was die Verfassung hergibt. Keine Maßnahme darf da tabu sein. Lamia Kador, die Initiatorin des Friedensmarsches der Muslime, sagt, ich bin enttäuscht, dass so wenige Muslime zur Demo am Samstag gekommen sind. Aber es war ein Anfang. Terror macht uns doch allen Angst. Nicht jeder Muslim ist eine tickende Zeitbombe. Georg Maskolo, der ARD-Terrorismusexperte, warnt, Bomben, Messer, Lkw. Der islamistische Terror ist unberechenbar geworden. Das macht ihn schwer zu bekämpfen und verunsichert uns. Wir werden aber mit diesem Gefühl leben müssen. Und später in der Sendung Susanne Lenz, die Journalistin und Mutter von 2 Kindern, sagt, ich weiß, dass man eher vom Blitz erschlagen als bei einem Terroranschlag getötet wird. Trotzdem, ich will auch Angst haben dürfen und nicht mutig sein müssen. Frau Schmitz, bevor wir in die Diskussion einsteigen, eine Frage an Sie. Wer wie Sie im Bataclan dabei war, 90 Menschen sind da gestorben in Paris. Wie reagiert jemand wie Sie auf diese fast täglich neu ankommenden Meldungen über Terror? Halten Sie sich da die Ohren zu oder wollen Sie alles wissen? Hören Sie genau hin. Ich denke, da reagiert jeder anders. Ich weiß, mein Mann blockt da eher ein bisschen ab. Ich bin da, aber ich möchte alles wissen, genau die Umstände, mache mich natürlich schlau und bin eigentlich umso interessierter als vorher. Reden Sie dann mit Ihrem Mann drüber? Sie waren ja zusammen im Konzert. Ja, natürlich. Natürlich ist das ein wichtiges Thema. Das ist ein Riesenthema, was uns im Alltag natürlich beschäftigt, weil wir gerade eben persönlich so nah dran waren. Dieser Anschlag, wir werden gleich noch drüber reden, der hat uns ja fassungslos gemacht. Dabei haben wir nicht geahnt, was da alles noch danach kommen würde, dass das der furchtbare Auftakt war. Was machen diese Anschläge mit uns, mit unserer Gesellschaft? Wie gehen wir damit am klügsten um und für uns und unsere Seelen am gesündesten? Schauen Sie sich mal diese Chronologie an. Anschlag auf Kinder. Terrormiliz IS reklamiert Selbstmordattentat beim Popkonzert in Manchester mit mindestens 22 Todesopfern für sich. Terroralarm. Rock am Ring abgebrochen. Und nur wenige Stunden später. Terror in London. Fahrzeug fährt in Menschenmenge. Mindestens 7 Tote. Und? 1527 Verletzte beim Public Viewing. Terrorangst löste Massenpanik in Turin aus. Terrorverdacht in Köln-Bonn. Passagier hörte das Wort Bombe. Pilot landet zur Sicherheit. Und heute in London. Kleinbus rast in Gruppe Muslime. Polizei spricht von Terroranschlag. Und vor wenigen Stunden? Wieder Anschlag in Paris.
Auto rammt Polizeiwagen. Kalaschnikow, Handfeuerwaffen und Gasflaschen im Täterfahrzeug. Schon vor ein paar Tagen stellte der deutsche Innenminister fest: Wir werden wohl auf lange Zeit mit dem Terror leben müssen. Gewöhnen an ihn werden wir uns nicht. Herr Heubock, was sagen Sie als Rechtspsychologe und auch als Polizeiberater? Der Innenminister sagt, wir werden uns nicht an den Terror gewöhnen. Ist das eher ein Wunsch von de Maizière oder ist es ein Fakt? Ja, es ist zunächst mal eine politische Aussage, aber als Psychologe kann ich natürlich jetzt schon feststellen, dass ich eben auch lange mit Attentaten und den Folgen von Attentaten weltweit befasst hat, dass wir uns schon ein bisschen auch an diese Terrorlage, die wir haben, gewöhnt haben. Man merkt das beispielsweise daran, an 9/11 können wir uns alle noch erinnern, die Bilder sind da, aber gerade bei den vielen Attentaten, die ja jetzt gerade auch noch mal wieder zum Teil aufgelistet worden sind, fällt es uns schon schwer, die Daten zu benennen oder auch die Anzahl der Betroffenen. Schlimm? Ist das, das kaltherzig? Nein, überhaupt nicht. Sondern es gehört im Grunde auch dazu, handlungsfähig zu bleiben, dass wir nicht in Panik und Starre und Angst einfrieren, sondern letztendlich dann auch wieder zeitweise zumindest einen kühlen Kopf bewahren und dann auch über Abwehrmaßnahmen nachdenken. Herr Maskelow, wenn das so ist, wenn sich also eine Gesellschaft die Terroristen erschrecken wollen, erschüttern wollen, wenn die sich daran gewöhnt, heißt das im Umkehrschluss, dass die Terroristen sich auch immer perfidere, immer grausamere Anschläge, Methoden ausdenken müssen, um noch verblüffen zu können, erschüttern zu können? Ja, das versuchen sie jedenfalls. Sie kalkulieren ja die öffentliche Wirkung ein. Das ist das Wesen von Terrorismus. Es gibt diejenigen, die tatsächlich physisch von Terrorismus betroffen sind, von dem Anschlag selbst. Aber natürlich viel mehr die psychischen Verheerungen spüren. Und in dem Maße, in dem die Resilienz in einer Gesellschaft wächst. Was ist Resilienz? Die Bereitschaft, der Willen, diesen Dingen zu widerstehen, damit umzugehen, keine Angst oder keine Sorge zu haben. Und in dem Maße werden Terroristen natürlich versuchen, das zu durchbrechen, indem sie die Frequenz von Anschlägen beispielsweise erhöhen oder indem sie zu einer besonderen Infamie greifen. Ich glaube, dass das, was wir im Moment erleben, ist ja ein bisschen wie zwei Filme, die zugleich ablaufen. Wir sehen eine ganze Reihe von guten Nachrichten eigentlich, was die Existenz dieses sogenannten Islamischen Staates angeht. Wir dürfen darauf hoffen, dass seine wesentlichen Machtbasen möglicherweise in diesem Jahr zerschlagen sein werden. Aber wir sehen gleichzeitig, dass der IS sozusagen sein System umgekehrt hat. Den Leuten, denen er früher gesagt hat, kommt zu uns und kämpft bei uns, den gerät er heute auf den gleichen Kanälen, bleibt zu Hause in Großbritannien, in Frankreich oder hier in Deutschland und begeht die Anschläge hier. Ich glaube, es gibt einen Zusammenhang aus den praktisch völlig zum Ende gekommenen Ausreisen aus Europa zum sogenannten Islamischen Staat und der Zunahme der Anschläge, die wir seit 2015 erleben. Sie haben gesagt, man muss damit rechnen, dass die Anschläge immer perfider werden. Herr Heubock, ich habe gelesen, dass Sie als Polizeiberater dazu raten, dass Polizisten lernen, bei Übungen auf Frauen und Kinder zu schießen. Ja, das hört sich ganz gruselig an. Das ist es auch tatsächlich. Aber wir haben selber Experimente gemacht mit eingeschleusten Attentätern in öffentliche Räume, Bahnhöfe, Flughäfen und haben festgestellt, dass die Frauen, die eine Bombenattrappe auch mit Geräuschen und so weiter oder zum Teil auch echten Sprengstoff bei sich gehabt haben, nicht identifiziert worden sind. Und das, was Herr Maskelow gerade angesprochen hat, wird auf uns zukommen. Es werden also zunehmend solche Attentäterinnen, Attentäter oder auch Kinder eingeschleust. Im internationalen Raum haben wir das schon gehabt vor etlichen Jahren, wo behinderte Menschen, Kinder eingeschleust worden sind, sogar Neugeborene benutzt worden sind. Das wird auf uns noch zukommen und die Sicherheitskräfte müssen sich darauf vorbereiten. Tun Sie das denn? Haben Sie das derzeit noch nicht? Nein. Also wie war denn die Reaktion bei Polizisten darauf, als Sie das mal geäußert haben? Ja, jetzt gerade aus Baden-Württemberg hat mich der Leiter des Einsatztrainings angeschrieben, nachdem ich das eben so gesagt habe und mir dann auch geschrieben, ja, in Polizeikreisen haben wir das Problem erkannt, aber wir haben uns nicht getraut, darüber laut zu sprechen, weil nicht klar ist, wie das in der Bevölkerung und auch in der Politik ankommt. Wie kommt das an, Herr Strobel? Sie sind Innenminister in Baden-Württemberg. Ja, das ist natürlich eine unangenehme und in Wahrheit auch furchtbare Debatte, dass wir jetzt darüber nachdenken müssen, was machen wir, wenn Terroristen Jugendliche und Kinder missbrauchen. Wahr ist aber auch, wir wissen, dass sie genau das tun, dass sie ganz gezielt junge Menschen, auch Kinder, versuchen zu radikalisieren,
sie auch zum Ausüben von Attentaten zu bringen. Und als der bayerische Kollege Herrmann und ich vor einigen Wochen gesagt haben, da müssen unsere Sicherheitsbehörden auch ein Auge drauf haben, hat es ja sogleich eine erregte Diskussion gegeben. Aber eines muss ich sagen, wegschauen dürfen wir natürlich nicht. Weil wenn eine Gefahr da ist, wenn eine Gefahr ausgeht, dass Sprengstoffattentate ausgeübt werden, dann ist es auch mit Blick auf potenzielle Opfer zunächst einmal egal, wer so etwas plant und wer zu so etwas instrumentalisiert wird, sondern dann muss sich auch hier der Staat wehrhaft zeigen und er muss alles, alles, alles dafür tun, unsere Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Frau Kadow, Sie sind Religionspädagogin, geben Islamunterricht. Sie haben das erlebt, dass Schüler von Ihnen sich radikalisiert haben und auch ins Ausland gegangen sind. Wenn Sie diese Entwicklung jetzt sehen und auch selbst erfahren haben, dass trotz aller Informationen, trotz allen Unterrichts so etwas passiert ist, unterstützen Sie das? Dass man gezielt auf Jugendliche hinweist? Dass man sich darauf vorbereitet, dass man darauf vorbereitet ist, was auch immer passieren wird, zu sagen, wir haben es damit, ja, man kann ja von einer asymmetrischen Terrorführung reden, dass Menschen eben, die keine Werte haben, die nicht sagen, Frauen, Kinder sind alles andere als lebende Waffen, dass man sich darauf vorbereitet. Ja, das kann ich schon nachvollziehen, um ehrlich zu sein. Also spätestens dann, wenn wir wissen, wir könnten ja theoretisch alle irgendwann betroffen sein. Auch meine Kinder könnten ja betroffen sein, auch ihre Kinder könnten betroffen sein. Insofern, es klingt hart und es ist auch ein Unbehagen natürlich, wenn man sowas ausspricht. Aber es ist doch nachvollziehbar. Klar, wir müssen uns darauf einstellen. Mal abgesehen davon, wir hatten doch den Fall, dass eine junge Frau, eine 15-jährige Muslimin am Hannover, genau, auf dem Polizeibeamten eine Bombe abgelegt hat. Ja, wir hatten ja schon den Fall. Ja, das gleich am Anfang so mal als Spitze einer möglichen Eskalation zu zeigen, ist vielleicht sinnvoll, um mal zu schauen, auf was muss sich eine Gesellschaft vorbereiten? Und ist die Alarmstimmung, die wir in Teilen ja schon haben, ist die angebracht oder geht die schon ins Hysterische? Wenn man sieht, Herr Maskelow, dass ein Gespräch unter Flugzeuginsassen bei dem EasyJet, war das ja tatsächlich so, dazu reicht, um eine Maschine an den Boden zu bringen, sie sofort zu evakuieren. Ist das ein Zeichen von Hysterie oder von Wachsamkeit? Wie bewerten Sie das? Das kann ich nicht sagen, weil ich das Gespräch nicht kenne, es nicht mitgehört habe. Dafür müsste man die Situation beurteilen müssen. Ich glaube nur, dass es in dieser Diskussion ist, auch wichtig ist, auf Folgendes hinzuweisen. Und das ist, genauso wie wir Phasen großer Bedrohung erlebt haben, sind viele der Szenarien, wir leben ja mit dieser Bedrohung spätestens seit dem 11. September 2001, nicht eingetreten. Nach dem 11. September waren viele davon überzeugt, dass es geradezu zwingend zu einer Wiederholung eines solchen Anschlages kommen müsste. Es hat viele Warnungen gegeben, sogar vor Anschlägen mit Massenvernichtungswaffen. Im vergangenen Jahr, als Deutschland mit 5 Anschlägen eins der am häufigsten betroffenen Länder in Europa waren, waren viele davon überzeugt, dass das hier bei uns so weitergehen würde. Jetzt ist ein halbes Jahr um und glücklicherweise ist nichts passiert. Es ist notwendig, in all dem sicher wachsam zu sein und auch beunruhigt angesichts dessen, was um uns drumherum passiert, und gleichzeitig die Hoffnung nicht aufzugeben, dass wir im Moment möglicherweise eine Spitze dieser Auseinandersetzung und dieser Bedrohung erleben und danach hoffentlich auch wieder etwas ruhigere Zeiten. Ja, denken Sie nur an heute nachts. Ein Anschlag in London, heute Nachmittag in Paris, Herr Strobel, in London war es ein Anschlag auf Muslime. Wie groß ist die Gefahr, wie groß sehen Sie die Gefahr, dass auch in Deutschland Islamhasser sich dazu angestachelt fühlen, jetzt zurückzuschlagen? Also, dass es eine Spirale gibt. Ja gut, da haben wir ja auch schon erste Anzeichen, dass es so etwas geben kann. Das ist häufig so. Gewalt erzeugt Gegengewalt. Und deswegen, wir brauchen keinen Aktionismus, keine Panik, freilich Besonnenheit und Konsequenz. Herr Maskelow hat darauf hingewiesen, dass wir im Grunde genommen seit 2001 in der westlichen Welt, in Europa, in Deutschland, eine Terrorlage haben. Gott sei Dank ist es uns, das möchte ich an dieser Stelle auch einmal sagen, gelungen, eine ganze Reihe von Attentaten, die geplant waren, furchtbaren Attentaten, zu vereiteln, durch aufmerksame Bürgerinnen und Bürger, durch eine hervorragende Arbeit unserer Polizistinnen und Polizisten, auch unserer vielgescholtenen Dienste. Und weil wir zuweilen auch gewaltig Glück gehabt haben. Das zeigt aber, wir sind nicht ausgeliefert, wir können uns
schon wehren. Wir brauchen keine Panik, keine Angst, aber wir müssen aufmerksam und vor allem auch sehr konsequent handeln. Was das bedeutet und ob es nicht auch ein Recht auf Angst gibt, darüber wollen wir gleich sprechen, Frau Schmitz. Ich würde gerne Sie noch mal fragen, die allerwenigsten haben es am eigenen Leib gespürt, was es heißt, Opfer eines Terroranschlags zu werden, zu erleben, wie um einen herum Menschen sterben. Sie haben es erlebt im Bataclan, wenn Sie dann zum Beispiel hören, in Manchester gab es wieder einen Anschlag auf ein Konzert. Diesmal hat es junge Menschen getroffen, Kinder hat es getroffen. Nehmen Sie das dann nochmal anders wahr, wenn es wieder ein Konzert ist, als Frau, die sich daran erinnert, wie das... Also das Konzert in Manchester, das war natürlich nochmal ganz prägnant für mich, weil es halt einfach ein Konzert war. Es war halt wirklich genau dieselbe Situation. Zum anderen war Manchester nochmal für mich genau so ein Riesenschock, weil den Attentätern natürlich bewusst war, Ariana Grande ist kein Konzert mit Durchschnittsalter 30. Das war natürlich, fand ich, nochmal eine ganz andere Kategorie an Anschlag. Aber ja, klar, die Verbindung war für mich schon mal auch emotional nochmal näher, weil es einfach wirklich auch wieder ein Konzert war. Ein Konzert wie im Bataclan, das ist eine Aufnahme, die Sie gemacht haben. Ich würde mit Ihnen gerne mal kurz aus der Runde rausgehen. Ich glaube, das bespricht man besser Auge in Auge. Dieses Bild haben Sie gemacht, kurz bevor dann die ersten Schüsse fielen. Man sieht ja, was das für ein schöner Saal eigentlich ist. Haben Sie jemals daran gedacht, wenn Sie bei solchen Veranstaltungen, wie Sie gehen, mit Ihrem Mann gern auf Konzerte, dass das in Zeiten des Terrors gefährlich sein könnte? Nee. Also es war natürlich auch... im Zuge dieser Art des Terrorismus finde ich das erste Attentat, was so unverhofft, wo keiner wusste, was steht uns da eigentlich bevor. Natürlich haben wir da nicht mit gerechnet. Aber selbst wenn wir jetzt auf Konzerte gehen, ist das natürlich nichts, was wir ständig im Kopf haben. Sie haben, das sieht man, das Bild von der Empore aus gemacht. Wir alle wissen, wie schrecklich es unten zugegangen ist. 90 Menschen sind da gestorben. Dass Sie da oben waren, war das das Glück, das Sie hat entkommen lassen? Ja. Auf jeden Fall. Also wir standen vorher auch unten und genau da, wo wir standen, kamen wirklich hinter unserem Rücken nachher die Attentäter rein. Warum sind Sie hochgegangen? Ach, man wird älter, man ist nicht mehr vorne unbedingt da, wo der Trubel ist. Und wir dachten, oben haben wir eine gute Sicht auf alles. Es war Zufall. Als die Schüsse fielen, war Ihnen sofort klar, das ist ein Anschlag? Nee, natürlich nicht. Also man hat direkt das Schießpulver in der Nase. Und ich glaube, jeder, mit dem ich gesprochen habe, hat gesagt, das wird zur Show gehören. Es ist ein Gag, das gehört zur Show. Dass es dann wirklich ernst ist, war wirklich erst klar, als ich den Attentäter gesehen habe, wie er mit einem Gewehr in die Menge geschossen hat. Ich möchte noch ein Bild zeigen. Das ist ein Bild, was ein Symbol geworden ist eigentlich für diesen Anschlag. Man sieht Menschen von außen, die die Fassade hinunterklettern. Unten werden Verletzte weggeschliffen damals. Zu diesem Zeitpunkt waren Sie noch im Gebäude drin. Statt nach draußen zu fliehen, sind Sie drin geblieben. Wo haben Sie sich versteckt? In diesem Raum hier. In diesem Raum? Da unten? Genau. Können Sie es noch mal zeigen? Also das war der Raum tatsächlich, in dem wir uns versteckt haben. Also wir wollten natürlich auch nicht im Gebäude bleiben, aber uns wurde einfach der Weg vom Balkon runter eben auf diese Fluchtstraße durch Salven versperrt. Und dann sind wir wieder hoch und haben uns eben in diesem Raum verbarrikadiert. Verbarrikadiert. Die Tür war zu, Sie haben, glaube ich, was davor geschoben. Es gab Schüsse, es gab auch eine Explosion. Ja. Die Tür hat standgehalten. Keiner der Attentäter ist zu Ihnen vorgedrungen. Das ist ein kleines Wunder, oder? Ja, das ist es wirklich. Also es war zum Glück auch eine Feuerschutztür. Von daher wäre diese Explosion genau vor unserer Tür sicherlich hätte auch schlimmer enden können. Aber auch im Nachhinein die Polizisten, die uns rausgeholt haben, mit denen man durchaus schon mal in Kontakt war, weil man da sehr organisiert ist, haben gesagt, das ist wirklich ein Wunder, dass wir da in diesem Raum heil rausgekommen sind. Haben Sie diesen Raum, diese Tür, diesen Konzertsaal später noch mal gesehen? Wir waren, als das Bataclan in Renovierungsphase war, waren wir tatsächlich noch mal da. Und warum? Konnten das berichten, weil man natürlich Blackouts hat. Also man kann sich an den Weg erinnern, aber man weiß nicht mehr, wie weit war es eigentlich, wie gefährlich war es, wie nah war ich an den Attentäter. Und ich hatte einfach einen unglaublichen Wissensdurst und wollte das einfach noch mal genau sehen und auch vielleicht ein bisschen zu schätzen wissen, wie glücklich ich eigentlich war. Hat Ihnen das geholfen? Ja, sehr, sehr. Ihr Mann auch? Sie sagen, dass er ja ein bisschen anders damit umgeht. Doch, das war wirklich großartig. Also so blöd das klingt, aber es war wirklich gut, da nochmal durchzugehen und sich das anzugucken und im Nachhinein auch wirklich festzustellen, wir hatten doch noch mehr Glück als ursprünglich gedacht. Haben Sie Hilfe in Anspruch genommen, psychologische Hilfe, um so wieder ins Leben zurückzufinden? Also wir waren tatsächlich einmal bei einer Traumapsychologin, die uns dann aber auch bestätigt hat,
dass bei uns alles okay ist. Und wir hatten ja das Glück, dass wir kurze Zeit nach dem Attentat nach Australien gefahren sind. Und das war das natürlich, haben Sie durchgezogen, wie genau, gesagt. Und das war natürlich eine gute Therapie. Man ist so ein bisschen aus dem Alltag rausgekommen und konnte einfach mal abschalten. November, glaube ich, war der Anschlag. Das heißt, Sie waren über Weihnachten in Australien, genau, über Neujahr auch. Genau. Da gibt es Böller, da gibt es Raketen, da gibt es Schüsse. Ja, ja, wir waren was sogar in Sydney Harbour an Silvester. Das ist natürlich ein Riesenfeuerwerk. Also es war schon so, dass man so Knaller einfach anders wahrgenommen hat. Ich will schon sagen, der Puls ist ein bisschen höher gegangen. Aber rein vernunftstechnisch wusste ich natürlich, das ist jetzt keine Gefahr für mich. Aber es hat einen schon beeinflusst. Haben Sie irgendetwas geändert in Ihrem Leben? Gehen Sie nach wie vor auf Konzerte oder lassen Sie es? Ja, nee, wir gehen nach wie vor. Da leuchten die Augen. Ja, da leuchten die Augen. Ja, also ich habe immer gesagt, wenn das jetzt in der Oper passiert wäre, obwohl das natürlich auch eine Konzertsituation wäre, dann könnte ich da vielleicht besser drauf verzichten. Aber Konzerte sind nun mal meine Leidenschaft und die meines Mannes. Das heißt, das wäre einfach ein riesengroßer Einschnitt, darauf zu verzichten. Deshalb war das für uns nie ein Thema. Wie hat Ihr Umfeld reagiert? Ich habe Ihre Mutter kennengelernt, die ist dabei. Wie hat die reagiert, als Sie gesagt haben, wir gehen wieder auf ein Konzert? Ach, das war, glaube ich, okay. Das war denen, glaube ich, klar, dass ich da zu sehr Dickkopf bin. Die kennen Ihre Tochter. Ja, ja. Zu sehr Dickkopf bin, als dass ich mir da von irgendwem vorschreiben lasse, nicht auf Konzerte zu gehen. Da war sicherlich Unbehagen auch bei, natürlich. Aber das haben wir halt durchgezogen. Frau Schmitz, kommen Sie wieder mit in die Runde? Danke. Vielen Dank, dass Sie uns noch mal berichtet haben. Von den Ereignissen im Bataclan. Norbert, Sie sind der Psychologe in der Runde. Ist das die beste Art, sowas zu verarbeiten? Kann man das empfehlen oder ist das so individuell, dass man immer sich genau die Person angucken muss? Ja klar, ne? Angst ist immer individuell. Deswegen bin ich auch kein Freund davon, jetzt Parolen auszugeben, wie wir auf terroristische Bedrohung emotional zu reagieren haben. Also Widerstand, keine Angst zeigen, das wäre nicht richtig. Ich denke, Frau Schmitz hat alles richtig gemacht. Sie hat sich dem gestellt. Ich erlebe es immer wieder, dass nach solchen Ereignissen Menschen geraten wird, sich erstmal zurückzuziehen. Sie werden aus dem Berufsleben erstmal freigestellt und so weiter. Und genau das ist falsch. Das ist meine Erfahrung, auch mit sehr vielen Verbrechensopfern. Darüber reden, sich dem stellen, sich das angucken und vor allem ständig darüber reden mit Menschen, die das auch hören wollen. Das ist das Allerbeste. Das ist das Allerbeste, was Sie auch gehört haben, zum Teil auch von Politikern und von anderen, die sich um diese Gesellschaft sorgen, ist ja nicht verunsichern lassen. Bei Ihnen liegt es im Blut, sich da nicht verunsichern zu lassen. Aber wie geht man um, wenn man diese Bilder nun mal im Kopf hat, wenn man Menschenansammlungen sieht und wenn man, ich habe das selbst erlebt, war auch im Weihnachtsmarkt und dann steht man an der Bühne und sagt, wenn, dann hier und geht weg. Ist man da jetzt hysterisch oder ist das einfach eine Reaktion, der man auch nachgeben sollte? Bundesinnenminister de Maizière, wir haben ihn eben schon mal zitiert, der hat zu Achtsamkeit aufgefordert. Klar, also wenn man was sieht, zu gucken, melde ich das jetzt der Polizei. Aber auch, er hat zu trotziger Gelassenheit aufgefordert. Trotziger Gelassenheit. Was mag das sein? Sowas, wie es die Engländer machen? Dieser Mann ist mein Held. Wenn ISIS in deiner Nachbarschaft unterwegs ist, wen rufst du an? Roy Lana. So feiern viele Engländer gerade diesen Mann. Roy Lana, schwer verletzt an Händen, Brust und Kopf. Wunden davongetragen im Kampf gegen die Londoner Terroristen. Auf ihre Schlachtrufe, das ist für Allah, soll der Fan des Fußballclubs FC Millwall trotzig geantwortet haben. Fuck you, I'm Millwall. Dann ging er mit bloßen Händen auf die bewaffneten Terroristen los. Und auch diesen Mann feiern die Briten für seine trotzige Gelassenheit im Angesicht des Terrors. Die Leute fliehen an der London Bridge, aber der Kerl rechts verschüttet nicht einen Tropfen. Gott schütze die Briten. Wenn Bier zurückgelassen wird, gewinnen die Terroristen. Kapituliere niemals. Gelassenheit in Zeiten des Terrors zeigten auch die Besucher des Festivals Rock am Ring. Als sie das Gelände wegen einer Terrorwarnung räumen mussten, taten sie das nämlich so. Eins kann mir keiner, eins kann mir keiner, eins kann mir keiner nehmen. Und das ist die Kurve, das am Leben. Herr Wolf,
Professor Holbrook, all diese Heldengeschichten, die wir da gehört haben aus England von diesen tapferen, gelassenen, am Bier festhaltenden Menschen. Ist das auch ein Versuch, die eigene Angst zu verdrängen, wenn man das bewundert? So nach dem Motto, so macht man es und weiß, dass man eigentlich eher ein bisschen hasiger ist? Ja, also gerade das letzte Beispiel, der letzte Einspieler hat es ganz gut gezeigt. Das erinnert mich immer daran, wenn man durch einen dunklen Wald geht, dann geht man da nicht still durch, sondern man spricht mit sich selber oder singt oder summt ein bisschen vor sich her. Also man macht sich dadurch Mut, gerade in einer Situation, wo wir Unbehagen haben. Und das zeigt, das Unbehagen ist emotional da. Und das kann man auch leider nicht durch Ansprachen, durch Appelle wegrationalisieren. Und dieses Recht sollten Menschen auch haben. Und deswegen reagieren wir auch sehr unterschiedlich auf die Bedrohung, die wir erleben. Manche bleiben zu Hause und schließen sich ein, das haben wir auch gehabt. Und andere sagen jetzt erst recht. Und die ganze Bandbreite dazwischen ist auch vertreten. Und alles ist berechtigt. So unterschiedlich sind wir Menschen eben. Herr Strobel, Ihr niedersächsischer Kollege, der ist Innenminister Pistorius von der SPD, der hat zu den Gesängen da am Rock am Ring gesagt, im Prinzip ist das genau die richtige, die trotzige Haltung, die unsere Gesellschaft jetzt braucht. Finden Sie das auch? Ja, singen ist sicherlich in Ordnung und schadet nicht. Aber einen Satz möchte ich schon auch als Innenminister sagen, weil das Beispiel aus England genannt worden ist, wo sich jemand todesmutig dann den Terroristen entgegengestellt hat. Da kann man wirklich nicht dazu raten. Das ist auch nicht der Sinn. Ich will da gar nichts dagegen sagen, dass der Mann jetzt als Held verehrt wird. Aber das ist nicht nachahmenswert. Das will ich einfach auch einmal sehr, sehr klar sagen. Dafür gibt es ausgebildete Spezialeinheiten, dafür gibt es unsere Polizei, die dafür zuständig ist. Ja, achtsam sein, nicht ängstlich, aber achtsam heißt nicht sich selber in die Schlacht werfen, sondern die Polizei verständigen und dann ist das dort gut aufgehoben. Und ansonsten feiern wir unsere Feste weiter. Das ist ja ganz selbstverständlich. Wir führen unser Leben so weiter, wie wir es bisher geführt haben. Wir lassen uns auch ein Schweineschnitzel und eine halbe nicht verbieten. Sonst hätten die Terroristen gewonnen. Aber wir machen das mit einer gewissen Achtsamkeit. Wer will jetzt genau Frau Kadol Schweineschnitzel verbieten? Wieso fragen Sie mich? Ja, ich habe mich das auch gerade gefragt. Ja, ich habe Ihren Augen angesehen. Warum Sie von Schweineschnitzel sprechen? Weil ja. Also Islamisten würden mir wahrscheinlich auch meine gelatinfreien Haribos verbieten wollen, wenn es nach denen ginge. Also, naja. Das lassen wir uns alles nicht verbieten. Nein, das sollten wir lassen es uns auch nicht madig machen. Und wir haben auch keine Angst davor, solche Dinge zu tun. Wir haben auch keine Angst davor, Konzerte oder Weihnachtsmärkte oder Ähnliches zu besuchen. Herr Maskelow, was... Dahinter steckt ja auch die Idee, dass die Drahtzieher beim IS zum Beispiel, dass die genau wahrnehmen, wie wir darauf reagieren. Also ob jetzt Konzerte schlechter besucht werden, ob eben so ein Flieger mal landen muss oder mal eben Rock am Ring geräumt wird. Glauben Sie tatsächlich, dass das, was diese Gesellschaft an Nerven blank liegen lässt, registriert wird als Erfolg bei den Drahtziehern? Ja, ich glaube, dass das bei Terrorismus tatsächlich immer so ist. Sie messen den Erfolg nicht nur in Toten, Verletzten, sondern auch in der Art und Weise, wie Medien reagieren, wie Gesellschaften reagieren. Das, was wir heute in London gesehen haben, finde ich besonders beunruhigend, weil es etwas ist, was sich der sogenannte Islamische Staat, aber auch früher schon Al-Qaida gewünscht hat, nämlich im Grunde Mehrheitsgesellschaft und muslimische Minderheit aufeinander zu hetzen. Also eine Polarisierung, eine Brutalisierung. Nochmal, der Täter von London, das Täter weiß man von London, jetzt, ein vierfacher Familienvater, ein Brite, kein Mensch, der aus der anderen Ecke kommt, sondern die Mehrheitsgesellschaft. Genau, die ersten Meldungen sprechen dafür, dass es jemand war, der, wenn man so will, zu den Mitteln des IS gegriffen hat, um Muslime während des Ramadan anzugreifen. Also auf diese Dinge muss man sicher achten. Insgesamt ist es so, ich finde, dass man jeder, der nicht trotzig und nicht gelassen sein will, der Angst oder Sorgen hat oder beunruhigt hat, dass man das den Menschen lassen muss. Es gibt keine Bürgerpflicht zum Stoizismus oder heroisch mit diesen Dingen umzugehen. Das sagen Sie so. Das ist sicher eine kluge Bemerkung. Aber ich möchte jetzt mal Ihnen gleich eine Frau vorstellen, die den Eindruck hatte, dass doch es einen gesellschaftlichen Druck gibt, dass
zu leisten, nämlich mutig zu sein und zu sagen, jetzt erst recht. Und wie Sie dazu kamen, das ist ganz interessant. Gibt man dem eigenen Handeln nach oder gibt man dem nicht nach? Da möchte ich mich gleich mit einer Journalistin, einer Kollegin drüber unterhalten, die das am eigenen Leib in der Familie erlebt hat. Davor aber eine Geschichte, da geht es um eine Klassenfahrt nach London. Schicke ich mein Kind eigentlich nach London oder nach Paris oder nach Berlin? In Duisburg hat die Mutter eines Neuntklässlers entschieden, dass ihr Kind an der Klassenfahrt nach London nicht teilnehmen wird. Der Grund? Nach den Anschlägen in London sorgt sie sich um die Sicherheit ihres Kindes. Die Schulleitung der Gesamtschule zeigt dafür wenig Verständnis, denn die Teilnahme jedes Schülers an der Klassenfahrt ist verpflichtend. Angst in Zeiten des Terrors. Im Grunde eine menschliche Reaktion, findet Journalistin Susanne Lenz. Nach dem Anschlag am Berliner Breitscheidplatz wollte sie mit ihrer Tochter keinen Weihnachtsmarkt mehr besuchen. Für die Berliner Zeitung schrieb sie einen Kommentar. Ich will Angst haben und zu Hause bleiben dürfen, ohne dass jemand sagt, ich erfülle damit den Willen der Terroristen. Ich will Angst haben dürfen, weil das eine menschliche Reaktion auf das ist, was geschehen ist. Niemand hat mir zu sagen, wie ich mit meinen Gefühlen umzugehen habe, was daraus folgen soll. Frau Lenz, diese Sätze haben Sie für die Berliner Zeitung geschrieben, direkt nach dem Anschlag auf den Berliner Breitscheidplatz, ein Weihnachtsmarkt, wo Sie, glaube ich, kurz vorher mit Ihrer Tochter noch waren. Warum wollten Sie das unbedingt so loswerden? Das war so, dass ich nach diesem Anschlag nach Hause kam, meine kleine Tochter mir entgegenkam, sie ist 10 Jahre alt, und sagte, Mama, wir dürfen uns jetzt keine Angst einjagen lassen, denn das wollen sie ja. Und mit sie waren die Terroristen gemeint. Wir müssen jetzt erst recht auf Weihnachtsmärkte gehen, denn die wollen ja, dass wir das nicht machen. Und das hat mich so erschüttert, dass ich mich am selben Abend, als die Kinder im Bett waren, hingesetzt habe und diesen Text geschrieben habe. Warum hat Sie das erschüttert? Sie hätten ja auch sagen können, Mensch, ich bin stolz auf mein braves Mädchen. Also es hat mich deshalb erschüttert, weil mein Kind eigentlich so ängstlich ist. Und weil ich das auch zusammengebracht habe mit diesem Satz, den wir ja ganz oft gehört haben, nach verschiedenen Anschlägen, ich weiß gar nicht, wann der zum ersten Mal aufkam, dass das Anschläge auf unsere Art zu leben sind und dass wir uns unsere Art zu leben nicht zerstören lassen wollen. Und ich habe diese Sätze natürlich immer gehört und registriert, aber ich glaube, ich habe, als meine Tochter so reagierte, zum ersten Mal so richtig diesen Satz verstanden und ich habe ihn als anmaßend verstanden. So als ob mir jemand oder uns jemand sagen wollte, wie wir uns zu fühlen haben. Haben Sie eine Ahnung, wo Ihre Tochter den Satz her hatte? Also ist in der Schule so gesprochen worden? Hat sie irgendwo Nachrichten aufgeschnappt? Sie muss ihn in den Nachrichten aufgeschnappt haben. Vielleicht bei Logo oder im Radio. Die hören viel Radio, meine Kinder. Wie hat sie denn reagiert, ihre Tochter, als sie gemerkt haben, die Mama findet das gar nicht so toll und weiß nicht, ob sie ihr den Artikel gezeigt haben, aber wie hat sie reagiert? Ich habe den Artikel gezeigt, aber das hat sie nicht weiter interessiert. Also ich habe gesagt, wir werden nicht mehr auf einen Weihnachtsmarkt gehen. Haben Sie auch nicht gemacht dann? Nein, haben wir auch nicht gemacht. Wir waren tatsächlich schon verabredet gewesen mit einer befreundeten Familie, die aus Ägypten kommen. Wir gehen seit einiger Zeit zusammen auf Weihnachtsmärkte und ich habe mich kurz mit der Mutter besprochen und die hätte sich auch unwohl gefühlt. Und meine Tochter, die eigentlich sich sehr gut einsetzen kann, wenn sie was möchte, hat das nicht weiter kommentiert. Also vielleicht war sie erleichtert, ich weiß es nicht. Sie leben in der Großstadt und Sie wissen vom Verstand her wahrscheinlich ganz genau, dass die Gefahren ganz woanders lauern. Klar. In einer Großstadt, dass es viel wahrscheinlichere Fälle gibt, natürlich, wo ein Kind zu Schaden natürlich, kommt. Natürlich, natürlich. Es ist einfach nur ein Unwohlsein, das einen da befällt. Oder vielleicht ist es auch so gewesen, dass vielleicht war es auch so eine Art Besinnung, zu Hause zu bleiben. Weil hätte ich mich auf einem Weihnachtsmarkt amüsieren können in diesen Tagen. Der Breitscheidplatz, das war am 19. Dezember. Also wir hätten dann vor oder kurz nach Weihnachten noch auf so einen Weihnachtsmarkt gekommen. Wie waren die Reaktionen der Leser auf diesen Artikel? Was haben Sie zu hören, zu lesen bekommen? Ich habe Post bekommen von anderen Müttern, die gesagt haben, ja, da spricht deine Mutter. Also wir verstehen das auch und oder wir fühlen uns auch so. Und es gab auch, und also die Politiker können das nicht verstehen, weil sie eben keine Mütter sind. Ja. Herr Strobel, Sie sind Politiker, definitiv keine Mutter. Ist das eine Unterstellung, dass Sie sowas nicht verstehen können? Sehr gut verstehe ich das, dass man diese Ängste hat.
Ich kenne Mütter, die mich nach Anschlägen gefragt haben. Können wir noch auf den Weihnachtsmarkt gehen? Können wir noch zu größeren Veranstaltungen gehen? Und ich kann diese Besorgnis, diese Ängste wirklich sehr nachvollziehen. Wenn jemand sich entscheidet, das dann nicht zu tun, das ist ja total in Ordnung. Unsere Freiheit beinhaltet ja ausdrücklich auch irgendwo nicht hinzugehen. Es gibt ja um Gottes Willen keine Verpflichtung, bei uns Weihnachtsmärkte, Konzerte oder Ähnliches zu besuchen. Aber auf die Frage, die sich viele stellen, kann ich das noch tun, die auch mir als Politiker gestellt wird, habe ich eine klare Antwort. Und die lautet, ja, das kann man tun, das soll man sogar tun, weil die Art, wie wir leben, die lassen wir uns nicht nehmen. Sagen Sie wieder, das soll man tun, die Art, wie wir leben, lassen wir uns nicht nehmen. Wenn Ihre Tochter das jetzt sieht, dann kann die natürlich sagen, siehste Mama, der Minister hat es wieder gesagt. Klar, es ist ja auch nicht so, dass wir nie wieder auf den Weihnachtsmarkt gehen werden. Also wir werden jetzt nicht die schöne Tradition des Weihnachtsmarkts in unserer Familie für immer aufgeben. Das nicht, aber es ist eben diese momentane Reaktion gewesen, die, glaube ich, total menschlich ist und die einem niemand absprechen kann. Und das sagen Sie ja auch. Absolut. Und wenn man sich gerade gewöhnt hat, dann gibt es eben eine neue Meldung, zum Beispiel Manchester. Dieses Konzert, wo Kinder gestorben sind, junge Mädchen gestorben sind. Sie haben noch eine andere Tochter, die ist die Große, die ist 14 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob die schon auf ein Konzert gehen will, aber haben Sie da schon eine Antwort parat, wenn die sagt, Mama, ich möchte auf ein Konzert gehen in Berlin? Also wir haben natürlich gerade nach dem Ariana Grande Konzertanschlag viel darüber gesprochen, weil meine Kinder das natürlich noch mal ganz anders wahrgenommen haben, weil eben Opfer Kinder waren und sie eben selbst auch Fans sind. Meine ältere Tochter hatte geplant, im Herbst ein Konzert zu besuchen. Sie hat es nicht, also wir haben die Karten nicht besorgt, weil sie das dann doch nicht wollte. Und ich habe sie dann gefragt, was wäre, wenn wir Karten gehabt hätten? Und dann hat sie gesagt, sie hätte natürlich an diesen Anschlag gedacht und sie hätte versucht, nicht die ganze Zeit dran zu denken auf dem Konzert, damit sie es auch noch genießen kann. Und das ist auch irgendwie schrecklich. Oder das finde ich überhaupt das Schrecklichste an diesen ganzen Anschlägen, dass man so dieses Grundvertrauen verliert, dass einem nichts passieren wird, dass der, der neben einem im Konzert steht, in der U-Bahn, am Flughafen wartet, dass der einem nichts tut. Ist das für eine lange Zeit verloren, Herr Heubrock, als Psychologe? Entschuldigen, wenn ich immer, wenn es schwierig wird, auf den Professor und Psychologen zurückkomme. Aber ist so ein Grundvertrauen, das kennen doch viele Menschen. Die gucken sich am Flughafen eine Tasche an, ja, die steht vielleicht nur für 30 Sekunden alleine. Oder wir haben es auch gehört, drei Bärte, die zusammenstehen. Sowas höre ich dann schon mal in der Nachbarschaft. Da hinten stehen wieder drei Bärte, guck mal, da passiert was. Das Grundvertrauen, ist das für lange Zeit verloren? Ja, die Frage ist, ob so ein Grundvertrauen überhaupt so gegeben hat oder ob sich nicht, sagen wir mal, die Befürchtung in Bezug auf bestimmte Personengruppen verschoben hat. Ich erinnere mich daran, dass wir so vor etlichen Jahren über die Antänzer gesprochen haben, ne, die einen im Bahnhof antanzen und einem dann das Handy oder sonst irgendwas klauen. Da haben ganz, ganz viele Menschen Sorge davor gehabt, in den Bahnhof zu gehen, haben sich nur umgeguckt, da war Terrorismus kein Thema. Das mit den Antänzern ist jetzt erledigt. Jetzt ist es eine neue Lage, eine neue Situation hier in unserer Gesellschaft. Das heißt, es ist ein Grundvertrauen in der Weise, hat es eigentlich nie gegeben, gibt es auch gar nicht, sondern ein Unbehagen, dass etwas passieren kann, was ja auch tatsächlich realistisch ist, ist immer als Teil eines gemischten Gefühles dabei. Das muss man respektieren. Ein Antänzer ist aber was ganz anderes als ein Terrorist. Ja, klar. Und dieses Grundvertrauen, also es ist auch nicht so, dass ich täglich durch die Straßen gehe und mich fürchte, aber es kann in gewissen Situationen so aufflackern. Ich merke das. Mhm. Ich war vor 1,5 Jahren in Israel. Das ist natürlich noch mal eine ganz andere Lage. Mhm. Aber da saß ich am Strand in Tel Aviv und ein junger Mann fragte mich, ob ich mal eben auf seinen Rucksack aufpassen könnte. Mhm. Und ich habe spontan ja gesagt. Und als ich dann neben diesem schwarzen Rucksack saß, dachte ich auf einmal, oh Gott, was wird da drin sein? Und dann bin ich tatsächlich aufgestanden und bin von diesem Rucksack so ein bisschen weggegangen. Gleichzeitig fühlte ich mich verantwortlich für den Rucksack. Ich sollte da drauf aufpassen. Und solche Situationen, die können einem jetzt, glaube ich, auch in Deutschland passieren. Ja, aber es macht eben auch deutlich, ne, dass es immer gemischte Gefühle sind. Klar. Ne, jetzt das, was wir von
der Politik hören, dass wir jetzt eine klare Haltung, ein bestimmtes Gefühl zeigen müssen. Das ist fürchte ich nicht real, sondern es sind immer gemischte Gefühle. Ne? Gerade Sie haben es gezeigt. Mhm. Auf der einen Seite Verantwortung, das ist in uns, aber auch Unbehagen. Es könnte ja auch eine Bombe sein. Und genau dieses Oszillieren zwischen verschiedenen Gefühlen, das wird uns noch eine ganze Weile begleiten. Und das schlägt dann nach oben aus, wenn gerade mal wieder ein Attentat da gewesen ist, das uns tief betroffen gemacht hat, dann ist die Befürchtung wieder da. Wenn einige Zeit lang nichts passiert ist, werden wir wieder etwas ruhiger. Es ist ein ständiges Auf und Ab. Herr Höbock, vielen Dank. Ja. Und Ihnen auch, Frau Lenz, herzlichen Dank, dass Sie den Mut haben, auf das Recht auf Angst zu verweisen. Und liebe Grüße an Ihre Töchter. Danke. Vielen Dank, Frau Lenz. Wenn man über Angst redet, Herr Strobel, Sie sind Innenminister, Sie zählen zu den hochgefährdeten Personen in diesem Land. Wenn Sie über Angst bei anderen reden, wie denken Sie über Ihre eigene Gefährdung nach? Gar nicht. Das ist die kurze und knappe Antwort, oder wenn ich es mal etwas locker sagen darf, Augen auf bei der Berufswahl, nicht? Habe ich verstanden. Herr Maskelow, wie ist es bei Ihnen? Sie sind Terrorismusexperte, ziehen sich die Fakten rein, gehen aber auch durch dieses Leben, sind Familienvater. Wie gehen Sie selbst mit Ihren Ängsten um, die ja ständig entweder gefüttert werden oder beruhigt werden durch die Fakten, die der Verstand bei Ihnen ansammelt? Na, ich glaube, der Grund, warum wir das alles als so eine beunruhigende Lage empfinden, ist, dass das so eine ganz andere Form von Terrorismus ist, als die, die wir aus der Geschichte kennen. In der Vergangenheit bedroht der Terrorismus Menschen wie Herrn Strobel, andere Leute in hervorgehobenen Positionen. Und heute muss tatsächlich jeder fürchten, überall Opfer zu werden. Das macht es so schwer, weil jeder natürlich, der will sich selbst schützen oder will seine Nächsten schützen. Deswegen sucht er nach einem Muster und sagt, was kann ich jetzt eigentlich machen? Kann ich aufhören zu fliegen? Kann ich aufhören, meine Kinder auf ein Konzert zu schicken? Reicht es, wenn ich nicht mehr auf einen Weihnachtsmarkt gehe? Und die unbefriedigende Antwort, die man dafür hat, ist, da es kein Muster gibt und man nicht sagen kann, was tatsächlich bedroht ist, gibt es keinen Fluchtinstinkt. Das macht es so schwer. Ich empfinde die jetzige Lage als beunruhigend, aber ich sehe andere Dinge in der Welt, die mich immer mehr beunruhigt haben und auch heute mehr beunruhigen, als es das Phänomen des Terrorismus tut. Da kommt der Verstand wieder durch. Aber schauen Sie sich mal an, was das Klima hervorbringt in dieser Gesellschaft. Das ist ein Bild von gestern aus Ruprechtsroth. Das ist eine kleine, süße Stadt in Nordrhein-Westfalen. Da gab es einen Familientag und wir sehen die Betonsperren, wir sehen die Absperrungen. Da könnte man jetzt sagen, Herr Maskow, gefällt Ihnen das, Herr Strobel? Weil Sie drehen sich gerade um. Ist das ein guter Bürgermeister, der sagt, Ruprechtsrode ist jetzt nicht ein symbolischer Ort wie vielleicht Berlin, das Brandenburger Tor, aber wir stellen da mal Betonsperren hin. Ist das für Sie eine gute Vorsichtsmaßnahme? Naja, das ist jedenfalls doch eine verhältnismäßig einfache Maßnahme, die aber eine gewisse Wirkung zeitigt, weil das kann schon verhindern, dass ein Fahrzeug in eine Menschenmenge hineinfährt. Ich habe in Baden-Württemberg anlässlich bestimmter Veranstaltungen gesagt, dass wir das genauso machen. Beispielsweise nicht nur durch solche Betonpoller, sondern indem wir bestimmte LKWs hinstellen. Es soll ja dann auch schnell wieder Platz geschaffen werden, falls Rettungsfahrzeuge durchfahren müssen. Es hat schon mal Erwähnung gefunden. Ich kenne das aus Israel. Das ist ja ein klassisches Anschlagsmuster und gerade in Israel begegnet man dem seit vielen Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, durch solche in Anführungszeichen einfache Maßnahmen. Und ich finde, das sollten wir auch machen. Das sind wir dem Schutz der Bürgerinnen und Bürger auch schuldig. Frau Schmitz, Sie sind jetzt nicht in Ruprechtsroth gewesen. Da spielte keine Band, glaube ich, die Ihnen gefallen hat. Wenn Sie sowas sehen und vor Ihrem Erfahrungshintergrund, sagen Sie, gut, dass es sowas gibt, oder sagen Sie, ist ein Punktsieg eigentlich für Terroristen? Also ich finde jetzt Betonpoller weniger bedrohlich. Natürlich finde ich dann schon, wenn ich auf einer Veranstaltung bin und da Dutzende von schwer bewaffneten Polizisten vor Ort Solche sind. Solche Bilder zum Beispiel. Ja, das finde ich schon wesentlich beunruhigender. Mir ist schon klar, dass die für meine Sicherheit da sind.
Aber ich finde das sehr unbehaglich. So ein Betonpoller ist ein Betonpoller. Aber so ein Mensch mit einer schwer bewaffneten Pistole finde ich... Wie geht Ihnen das? Sie nicken gerade. Eigentlich soll das aber doch Sicherheit versprechen. Das soll dem Bürger sagen, hier sind Polizeikräfte, wir haben die Lage im Griff, wir schützen euch, wir tun etwas. Wie wirkt das auf Sie? Naja, es beeindruckt, in gewisser Weise. Ja. Ich bin ja auch oft unterwegs und sehe eben schwer bewaffnete Menschen hier und da mal stehen, also Polizisten vor allen Dingen. Und ich glaube schon, dass das eine Wirkung bei vielen erzielt. Ich selber. Welche? Naja, dass sie sich sicher fühlen, auf einer gewissen Weise. Aber es ist natürlich auch, wie auch hier, so ein gespaltenes Gefühl. Bei mir ist es eher das Gefühl zu wissen, ja, also wenn es jemand wirklich drauf absieht, da kann er einfach dazwischen durchrennen, sein Messer zücken und könnte ja theoretisch auch einen Effekt sozusagen erzielen. Herr Heubrück schüttelt mit dem Kopf und sagt, der gewünschte Effekt ist nicht der Sicherheit. Ja, es soll eben nach außen Sicherheit vermitteln, ja. Aber tatsächlich fühlen sich die Menschen unbehaglich. Ne? Ja, wir haben es tatsächlich mal erfragt, nachdem in den Bahnhöfen das erste Mal Dreier-Viererstreifen mit Maschinenpistole und ballistischer Weste aufgeschlagen sind. Die Menschen, wir haben es auch beobachtet, ich habe mein Team rausgeschickt, die haben es beobachtet, immer wenn die vorbeigegangen sind, haben sich die Menschen umgeguckt. Mhm. Wen suchen die? Ist hier eine Lage entstanden? Steht hier irgendwo ein Koffer? Also bei den Menschen erzeugt es eher Unsicherheit, obwohl es nach außen hin ja für Sicherheit sorgen soll. Und Sie haben es ja auch schon gesagt, aber eine echte Sicherheit ist es nicht. Denn wenn ich würde hier schon gerne einmal um Verständnis werben wollen, für all diejenigen, die in der schwierigen Situation sind, solche Entscheidungen treffen zu müssen. Für den Staat ist die wichtigste Aufgabe, Leben und Unversehrtheit seiner Bürger schützen zu müssen. Und dass heute Innenminister Sätze über die Lippen bringen, die sie vor 10, 15 Jahren nie gesagt hätten, nämlich dass sie sagen, eine absolute Sicherheit gibt es nicht, zeigt die Ernsthaftigkeit der Situation. Nun haben wir diese Betonpoller, wir haben bewaffnete Polizisten. Zur Wahrheit gehört auch, hätte man ein solches Fest und ein Auto bricht durch mit einem Terroristen, dann hätten wir die umgekehrte Diskussion, die heißen würde, warum gibt es keine Betonpoller? Und hätten wir auf den Bahnhöfen keine Polizisten mit einer angemessenen Bewaffnung in Zeiten, in denen Terroristen mit Schnellfeuergewehren durch die Gegend laufen, hätten wir eine Diskussion, die heißen würde, warum sind sie nicht angemessen bewaffnet? Das heißt, ich glaube, wir werden mit diesen Dingen umgehen müssen, lernen müssen, umzugehen. Ich wünsche mir das so wenig wie, glaube ich, alle hier. Man kann das in Paris, in London, in Italien inzwischen sehen. Da zieht richtig Militär auf. Da habe ich genau das Unbehagen. In Florenz zum Beispiel. Wir müssen uns nur aufpassen, dass wir nicht im Grunde, egal was passiert, immer Kritik an dem haben, was da gerade passiert. Herr Heubrück, Sie sind direkt angesprochen worden. Ich glaube, soweit sind wir da gar nicht auseinander. Die Frage war ja, welches Gefühl damit erzeugt wird. Nicht, ob das eine objektiv geeignete Maßnahme ist, bestimmte Sorten von Attentaten abzuwehren. Natürlich kann das das. Was machen denn Polizisten mit der Maschinenpistole in einem Bahnhof? Also eine ganz praktische Frage. Das dient ja bei der Abschreckung. Aber das ist auch das, wie sind die tatsächlich vorbereitet, außer die Waffe mit sich rumzutragen, in einer Massenszene, wie sie an Bahnhöfen, wie sie bei Konzerten vorliegen? Und das ist die Situation, die wir ja in der Beratungssituation für Sicherheitsbehörden auch haben, wo ja das Attentat verhindert werden soll. Die Maschinenpistole macht Sinn, nachdem es passiert ist und der Attentäter außer Gefecht gesetzt werden soll, final bekämpft werden soll, wie es im Polizeijargon heißt. Aber wenn jemand sich entschlossen hat, als Selbstmordattentäter, also seinen Tod schon einkalkulierend, eine Bombe zu zünden und sich selber zu zerlegen, wird die Maschinenpistole nichts nützen. Und das ist der kritische Punkt. Ich habe dagegen gar nichts. Aber wir müssen leider noch einen Schritt weiter gehen und sagen, woran erkennen wir Attentäter, bevor sie zugeschlagen haben? Diese Diskussion haben wir in Deutschland noch gar nicht geführt. Das ist aber nicht Aufgabe der Polizei. Das ist die Polizei auch nicht so einfach. Ganz kurz nochmal, das macht mich neugierig. Ich weiß nicht, ob Sie es beantworten wollen, aber wenn wir öffentliche Szenen haben, man kann das ja auch teilweise in Beobachtungskameras dann nachverfolgen, wie sich ein Attentäter verhalten hat. Welche Merkmale gibt es denn? Wir haben es ja in vielen Experimenten, in Feldexperimenten herausgefunden. Und das ist ja die Grundlage für die Schulung für Sicherheitskräfte, dass auch der Attentäter unmittelbar vorher in Hochstress ist und die typischen Anzeichen eines hochgestressten Menschen zeigt, die ihn von den anderen, die sich an dem gleichen Ort befinden, total unterscheidet. Und das würde im Grunde reichen, um die Person zu identifizieren. Was sind solche Hochstressanzeichen? Das ist ständiges an sich herumfummeln, das ist ständiges Nesteln am Gesicht, an der Nase.
Nase, an den Klamotten, den Fahrschein rausholen, wieder reinstecken, rausholen, wieder reinstecken. Wir haben es gesehen, an einer Colaflasche wurde 34 Mal genippt und es war noch nicht mal 0,1 Liter daraus getrunken worden. Also solche Merkmale, die wir ja den Sicherheitsbehörden auch haben zukommen lassen. Aber ich hätte Sie unterbrochen, Herr Strobel. Ja, also zunächst einmal, dass wir im Bereich der Prävention, der Verhinderung, Vermeidung von Attentaten alles tun, sind wir uns, glaube ich, völlig einig. Da gehört im Übrigen dazu, dass bis kurz vor Attentaten häufig eine rege Kommunikation stattfindet und es deswegen auch nicht ganz unwichtig ist, dass man möglicherweise, um Attentate zu verhindern, Zugriff auf eine solche Kommunikation haben. Das ist gerade eine aktuelle Debatte. Aber Herr Blasberg, ich wollte einen Satz dazu sagen, dass das nicht so stehen bleibt. Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, auch mit einer Maschinenpistole, einer ballistischen Schutzweste, die sind ja nicht da bei bestimmten Veranstaltungen, damit sich jetzt die Menschen sicherer fühlen oder damit da ein Eindruck von Furcht und Wehrhaftigkeit entsteht, sondern sie sind da für den Fall der Fälle. Wir haben nun mal die Lage, dass Terroristen, nehmen Sie mal Paris und anderes mehr, mit AK-47 Schnellfeuergewehren, das ist eine schwere Kriegswaffe, kommen. Und da müssen wir unsere Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten von ihrem passiven Schutz wie auch von den aktiven Möglichkeiten schon so ausstatten, dass sie im Zweifel einen solchen Täter auch unschädlich machen können. Das sieht dann martialisch aus. Das ist aber nicht der Effekt, sondern es ist eine Notwendigkeit. Der Mann in Paris heute Nachmittag hatte eine Kalaschnikow im Auto, mehrere Handfeuerwaffen und eine Gasflasche. So, ja, und dann muss doch unsere Polizei entsprechend ausgestattet sein, um auch entsprechend tätig werden können. Ich kann ja nicht mit einem Schlagstock eine Polizeibeamtin gegen ein AK-47 stellen, sondern da brauchen wir eine entsprechende Bewaffnung. Wir brauchen ausreichend Polizei. Die Polizei muss gut ausgerüstet sein und sie braucht die entsprechenden Möglichkeiten. Und wenn Sie einen Polizisten stehen sehen bei einer entsprechenden Veranstaltung, dann freut er sich im Übrigen, wenn auch mal eine Bürgerin oder ein Bürger zu ihm sagt, das ist aber schön, dass Sie da sind und für Ihre Sicherheit Ihren Dienst tun. Herr Strobel, herzlichen Dank. Ich bin gleich wieder in der Runde zurück und würde gerne mal von Brigitte Bischau die Zuschauerreaktion erfahren. Brigitte. Ja, die stellt sich eben genau diese Frage. Dürfen wir Angst haben oder müssen wir uns daran gewöhnen, dass diese Terrornachrichten für uns irgendwie zum Alltag werden? Es gibt viele Zuschauer, die haben da schon eine ganz klare Meinung, sagen, nein, ich will mich nicht daran gewöhnen. Und eine von ihnen ist Angelika Müller. Sie schreibt bei Facebook: Ich werde und will mich nicht an diese Terroranschläge gewöhnen. Irgendwann schlagen irgendwelche kranken Köpfe, siehe jetzt in London, zurück und schon gibt es noch mehr Chaos. Aus. Nein, danke. Du hast eben auch über Mütter gesprochen, auch Väter, die sich Gedanken machen. Kind auf Klassenfahrt nach London. Kann ich das eigentlich gut aushalten? Und unsere Zuschauerin Ilke Hase hat uns bei Facebook geschrieben, meine Tochter ist heute auf Klassenfahrt nach London geflogen und ganz ehrlich, ich habe wahnsinnige Angst um sie. Klar sagt der Verstand, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist, aber leider gehört es mittlerweile zum Alltag dazu und ich gehe ganz fest davon aus, dass es immer schlimmer wird. Herr Mascolo, ganz kurz, muss man davon ausgehen, dass es immer schlimmer wird? Oder kann man auch sagen, wenn der IS in seinen Stammgebieten besiegt ist, dann trocknet das auch im Außen, also bei uns aus? Ich muss leider sagen, dass ich glaube, dass es auf die meisten guten und berechtigten Fragen im Moment nicht annähernd so gute Antworten gibt. Ich glaube, dass in diesen 16, 17 Jahren, die wir da jetzt erlebt haben, was diese Bedrohung angeht, so ein Auf und Ab erlebt haben. Ich würde hoffen, dass wir jetzt an genau einer solchen Wendemarke jetzt wiederum sind, wenn dieses sogenannte Kalifat zerschlagen ist. Man darf dann vielleicht auch darauf hoffen, dass es nur eine überschaubare Anzahl von Anhängern in Europa gibt, die jetzt Anschläge begehen und wir vielleicht auch wieder eine Beruhigung erleben. Aber man muss sagen, dass das sehr schwer vorauszusagen ist und ich leider davon überzeugt bin, dass insgesamt diese Form von Terrorismus uns eine lange Zeit begleiten wird. Vielleicht heißt es morgen nicht mehr Islamischer Staat, sondern es werden andere Gruppen sein. Aber mit dieser Bedrohung werden wir es noch lange zu tun haben. Hoffentlich nicht in der Schärfe, wie wir es im Moment erleben. Antwort auf Frau Hase. Herzlichen Dank, Brigitte. Ja, wie schleicht sich die Angst und die Sorge in den Alltag? Sani Waldes schreibt bei uns im Gästebuch, ehrlich gesagt, ich stehe dazu, dass mir vor Massenveranstaltungen graut und ich, wenn ich allein walken gehe, nun ein Pfefferspray dabei habe. Ich brauche niemandem zu beweisen, dass ich mutig bin.
der Terror verändert die Menschen und sie beobachten sich dabei auch selber, auch durchaus selbstkritisch. Alex Mark Bruckes schreibt bei Facebook: Menschen mit arabisch-muslimischem Hintergrund beäuge ich mittlerweile gegen meinen Willen argwöhnisch und ich muss mich zwingen, nicht voreingenommen zu reagieren. So weit hat der Terror mich gebracht. Habt keine Angst, seid mutig. Das ist jetzt sowas wie Bürgerpflicht. Und ich habe gerade einen furchtbaren Gedanken. Frau Kadow, geht Ihnen das manchmal auch so? Dass ich Angst habe, wenn ich... Ja, zum Beispiel. Also, dass Sie, wenn Sie Ansammlungen sehen, darauf achten, welche Hautfarbe da zusammenkommt oder nicht. In dem Fall habe ich einen Vorteil, weil ich Arabisch spreche und es in der Regel dann verstehen könnte, ja, wenn es wirklich Araber sind. Aber ich kann das emotional alles nachvollziehen. Mhm. Ja, natürlich macht man sich Gedanken. Natürlich denkt man sich, wieso stehen die denn da jetzt rum? Vor allen Dingen so nachts auf dem Bahnhof oder so. Mhm. Klar, aber ich habe ja relativ nah oder viel mit Bedrohung zu tun. Insofern ist es für mich irgendwie doch leider auch ein ständiger Begleiter. Und ich habe mich dazu entschieden, das nicht zu sehr an mich ranzulassen, den Rechtsstaat einzuschalten, die Behörden einzuschalten. Wenn Sie persönlich bedroht werden mit Hassmails. Ich werde entweder von Islamisten regelmäßig bedroht oder leider von Menschen, die dem rechten Spektrum zuzuordnen sind, weil ich denen quasi zu muslimisch bin oder wie auch immer. Und ja, und man hofft natürlich darauf, dass dann irgendwie auch nichts passiert und dass man irgendwie da gut durchkommt. Danke, Brigitte. Mutig sein als Bürgerpflicht, das hatten wir ja auch gefragt. Und dazu die Meinung von Maria-Theresa Spreckelmeier. Sie schreibt bei uns im Gästebuch: Die Aufforderung zum Mutigsein enthält die klare Botschaft, seht mal zu, dass ihr alleine klarkommt. Und was wäre eine Alternative dazu? Nicht die Bürgerpflicht, sondern die Politikerpflicht. Axel Hüttmann im Gästebuch: Mutig sein ist Politikerpflicht. Importierter Terror erst durch die Politik ermöglicht. Was soll der Bürger denn durch seine Pflicht richten, wenn die Politik als solches gänzlich versagt? So, Terror hat es immer gegeben, darauf verweisen uns auch viele Zuschauer. Es hat die RAF gegeben, die PLO, die NSU oder was auch immer. Und man muss sich vielleicht nicht davon bange machen lassen. Und bei Facebook schreibt Hucki von Hagen: Alles erlebt und überlebt. Und jetzt soll ich vor irgendwelchen bärtigen, hardcore-islamistischen Feiglingen Angst haben? Never. Ihr habt auch zweimal gerade schon über Israel gesprochen, über Tel Aviv. Auch dazu schreibt uns ein Zuschauer seine Erfahrung. Anwar Weidenhof: Ich habe seit Jahren immer mal wieder beruflich in Tel Aviv zu tun. Die Menschen und der Staat dort haben gelernt, mit Terror umzugehen. Stets wachsam sein und jeden Tag genießen, als wäre es der letzte. Müssen Muslime Haltung zeigen? Müssen sie sich auch auf Distanz begeben zu dem, was da im Namen ihrer, vielleicht im Namen dieser Religion passiert? Und Serda Gösin schreibt bei Facebook: Hört endlich auf, den Terror islamisch zu betiteln. Dieser schadet und führt dazu, dass die friedlich lebenden Bürger anfangen, anders über ihre Nachbarn zu denken. Ein willkürlicher Terror, den wir erleben, kann nicht religionsbezogen sein. Und bei Facebook gibt es eine Antwort einer Zuschauerin, und Laura Hanse schreibt auch ein bisschen an Herrn Gösin: Die friedlichen Muslime hatten in Köln die Möglichkeit, den Terroristen das Töten im Namen ihres Glaubens abzusprechen. Anscheinend hat es sie nicht interessiert. Dankeschön, Brigitte, für diesen Überblick. Da geht es um Ihre Demonstration. Frau Kadow, gucken wir gleich noch mal ein bisschen genauer hin. Aber erstmal möchte ich darüber reden, wie das losgeht in einer Gesellschaft, die feststellen muss, dass dort Misstrauen, dass dort Hass auch als Gift einsickern. In London diese Nacht sicher schon ein Effekt. Aber wie kann sich eine Gesellschaft zusammenraufen? Wie kann sie solidarisch miteinander umgehen? Welche Erwartungen gibt es von dem einen an den anderen? Nehmen wir mal das Beispiel Rock am Ring. Nach der Unterbrechung von Rock am Ring wegen eben einer möglichen Terrorgefahr, das Gelände wurde geräumt, da gab es eine sehr emotionale Rede des Konzertveranstalters Marek Lieberberg. Ich bin auch der Meinung, es muss jetzt Schluss sein mit this is not my Islam and this is not my shit and this is not my whatever. Jetzt ist die Situation, wo jeder Einzelne sich dagegen artikulieren muss. Ich möchte endlich mal Demos sehen, die sich gegen diese Gewalttäter richten. Ich habe bisher noch keine Moslems gesehen, die zu 10.000 auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, was macht ihr da eigentlich? Herr Strobel, wie fanden Sie das, dass da mit Herrn Lieberberg jemand aus der Zivilgesellschaft völlig unverdächtig aus der rechten Ecke zu kommen, wenn man sich seine Vita anguckt, dass der so klare Erwartungen formuliert, erregt nach eben der Nachricht, er muss räumen lassen, aber wie fanden Sie das? Da ist jemand das Herz übergelaufen und das finde ich ganz in Ordnung. Man kann das beklagen,
dass es keine Demonstrationen oder nicht so gut besuchte Demonstrationen, wie man sich das wünschen würde, gegen den islamistischen Terror gibt. Man kann auch beklagen, dass es in Deutschland keine Demonstrationen gegen die Kriege gibt, die Putin in der Ukraine führt. Auf der anderen Seite, das möchte ich auch sagen, wir leben in einem freien Land. Und zu dieser Freiheit gehört es auch, dass wir das Recht haben, nicht zu demonstrieren. Und wenn Menschen von dem Recht Gebrauch machen, nicht zu einer Demonstration zu gehen, üben sie auch ein Freiheitsrecht auf. Die Zeiten, wo man in Deutschland verpflichtet war, auf Demonstrationen zu gehen und mit einem Fähnchen zu wedeln, die sind Gott sei Dank auch vorbei. Gucken wir uns mal an. Das sind Bilder, ein Bild aus Köln gestern, nee, vorgestern war es, am Samstag. Frau Kador, Sie hatten aufgerufen mit einem Kollegen zusammen, nicht mit uns, Muslime aufgerufen, auf die Straße zu gehen, Position zu beziehen. Was ist der Unterschied für Sie zwischen Position beziehen und sich distanzieren von Terroranschlägen? Aus meiner Sicht gibt es einen ganz großen Unterschied. Distanzieren setzt ja eine Nähe voraus, ja, dass ich irgendwie doch vielleicht irgendwas damit zu tun haben könnte. Aber ich habe nichts mit Terroristen zu tun, außer dass sie dummerweise den gleichen Glauben haben und sich vor allen Dingen darauf beziehen, wenn sie Menschen töten wollen. Positionieren bedeutet für mich Haltung haben, Haltung zeigen, dazu deutlich Stellung zu beziehen. Es müsste doch in unserem ureigenen Interesse als Muslime sein, diese Terroristen außerhalb unserer Community, zu stellen. Natürlich nicht auf einem, also wenn ich sage, Terroristen sind keine Muslime, dann beurteile ich das natürlich nicht auf einem göttlichen Niveau. Ja, wer bin ich denn, sowas zu tun? Aber ich kann sehr wohl dafür plädieren als Religionspädagogin, dass wir sie gesellschaftlich stärker ächten, dass wir die Abgrenzung viel schärfer ziehen, dass wir ja auch stärker dagegenhalten in gewisser Weise. Ja, ich habe, als wir diesen Aufruf gestartet haben, nicht unbedingt an Herrn Lieberberg gedacht, um ehrlich zu sein, sondern es waren tatsächlich Manchester, London, Teheran, es war der Ramadan, den regelmäßig Islamisten für sich kapern, um im Grunde genommen mal ebenso islamische Werte vollständig zu pervertieren. Und das war eigentlich der Auslöser. Obwohl, und das möchte ich gerne noch mal sagen, ja, das mit Herrn Lieberberg, das wurde mir immer vorgehalten, ist das eine Reaktion auf Herrn Lieberberg? Ich habe Herrn Lieberberg persönlich angerufen, um ihn persönlich einzuladen, weil ich gedacht habe, also ich kann ja nachvollziehen, ihm ist das Herz übergelaufen, es wäre mir wahrscheinlich auch das Herz übergelaufen. Wir haben ein Gespräch gehabt, er sagte auch, er hätte da sehr emotional reagiert, nachvollziehbar aus meiner Sicht. Er hat die Einladung angenommen, konnte aber nicht kommen, weil er in der Schweiz mit Depeche Mode unterwegs war, das kann ich schon nachvollziehen, ja. Aber insofern war es mir da auch wichtig, auch in diese Richtung sozusagen die Hand zu reichen, in diese Richtung die Hand auszustrecken. Jetzt wollen wir nicht in Zahlendiskussion einsteigen. Es geht ja immer hin und her. Sie hatten eine Demonstration angemeldet. Ich zeige noch mal und haben 10.000 Leute angemeldet. Weiß man nie so genau, wie viel kommen. Aber die Polizei sagt auch keine genauen Zahlen. Wir haben mal so ein bisschen rund gehört, verschiedene Quellen, wie man das so macht. Es waren irgendwas zwischen 1.000 und 1.500. Jeder Einzelne ist da aus Ihrer Sicht wahrscheinlich zu begrüßen. Aber mal ehrlich, wie enttäuscht waren Sie denn? Ich möchte das ungern nur an dieser Zahl festmachen, weil das, ich weiß nicht, ob Sie schon mal eine Demo organisiert haben, ich noch nicht, aber man führt Polizeigespräche vorher, vorab, mit wie viel Teilnehmern auch die Polizei rechnet. Mhm. Und dann rechnet man, oder man hat in unserem Fall gesagt, 2 bis 10.000. Und jetzt wissen Sie auch, wie Medien funktionieren. Man hängt sich an dieser Obergrenze bis zu 10.000 auf. Und auf einmal war auch diese Zahl im Raum. Und glauben Sie mir, das hat auch mich mächtig unter Druck gesetzt, obwohl ich noch am Freitag, also einen Tag vorher, gesagt habe, ich rechne nicht damit, dass 10.000 kommen. Ja, ich bin schon froh, wenn 2.000 da sind. Ich möchte es aber trotzdem. Es zeigt auch irgendwie symbolisch oder auch symptomatisch ein Stück weit, wie diese Islamdebatten immer laufen. Ja, plötzlich geht es gar nicht mehr darum, warum wir diesen Aufruf gestartet haben, was wir eigentlich damit bewirken wollten, sondern wir diskutieren nur noch über Zahlen. Es geht doch, der Geist ist doch der, der Kultur schafft und der Kultur ermöglicht. Und ich finde, der Geist auf dieser Demo war wunderbar und ich lasse mir das ungern kaputt drehen. Es ist albern, über Zahlen andauernd zu sprechen. Wissen Sie was? Ich tue es trotzdem. Ja, machen Sie es, ne, klar, ich antworte auch gerne. Gucken wir uns mal in die Augen. Wie enttäuscht waren Sie, als Sie da geguckt haben und gesagt jetzt haben, kommt's. Mein Gott, so viele haben sich dran gehangen. Ich kann Ihnen auch noch eine politische Frage stellen, aber eher mal eine persönliche. Wie enttäuscht waren Sie? Sie haben sich da echt reingehangen. Ja, Sie haben was gewagt, genau. Sie haben viel Unterstützung bekommen. Dann guckt man da raus und denkt, Mensch, kommt noch einer um die Ecke oder kommt der nicht? Wie enttäuscht waren Sie?
Ich war im Vorhinein schon enttäuscht. Ich muss sagen, nachdem ich 6 Tage lang an allen, also vor allen Dingen an der DITIB gehangen habe, ich muss es so sagen. So, das wäre meine Frage gewesen. Ja, lassen Sie mich die DITIB hat gesagt, ist Ramadan, gehen wir nicht hin. Ja, also, und was Erdogan über DITIB... Wir gehen ja auch im Ramadan alle arbeiten, wir gehen im Ramadan Sport machen. Das ist also das Argument, das ist fadenscheinig, das kann ich nicht ernst nehmen. Aber ich möchte noch mal dazu sagen, wenn Sie sich so ein bisschen mit meiner Vita beschäftigen, jeder weiß, für was für ein Islamverständnis ich stehe. Und ich habe trotzdem... Also ich wurde lange auch von der DITIB kritisiert, aber auch nicht nur von der, sondern auch von vielen anderen Dachverbänden wegen meiner Haltung und meinem Islamverständnis. Und das sollte hier mal, ehrlich gesagt, keine Rolle spielen. Ich bin ja auf die Verbände alle zugegangen. Ich bin ausgerechnet, also wirklich den DITIB-Vorstand 6 Tage am Stück telefonisch und schriftlich hinterhergerannt. Ich habe mit denen mehrfach gesprochen. Es gab zwischenzeitlich immer wieder mal Hoffnung, dass das doch was wird. Man hat jedenfalls nicht Nein gesagt. Und dann hat sich auch, das hat ja eine Eigendynamik angenommen, diese Demo, diese Medienberichterstattung, dass ich erst am Tag 6 erfahren habe, wir machen es doch nicht. Und dann mit solchen Begründungen. Ich habe sogar, und das möchte ich deutlich sagen, einem Vorstandsmitglied der DITIB gesagt, bitte nutzt das dafür, um ein Stück weit eure Reputation gut zu machen und ein Stück weit wieder Vertrauen aufzubauen. Nutzt es. Es gibt ja auch andere, die sehr konservative islamische sagen, die Verbände, die mitgemacht haben. Die türkische Religionsbehörde, die mit einer Hauptverwaltung, ob sie denn nun getrennt ist oder nicht, in der Türkei bei uns arbeitet, hat, wenn man das so sagen darf, sie viele Teilnehmer gekostet, weil sie ihren Aufruf nicht unterstützt haben. Herr Maskelow, wenn Sie sich das mal angucken, da geht einer nach vorne, macht etwas, sagt, wir distanzieren uns nicht, wir positionieren uns und sowas kommt dabei heraus. Und es gibt eben auch ein strukturelles Küppel zwischen die Beine werfen durch wirklich den mächtigsten Verband der Muslime in Deutschland, die DITIB. Was sagt Ihnen das? Ich finde es so schade wie die Kanzlerin, aber bin bei Herrn Strobel. Man kann die Menschen nicht dazu zwingen. Ich glaube, dass es bei vielen hier liebenden Muslimen so ein Unbehagen gibt, dass sie sagen, ich will mich nicht von etwas distanzieren müssen, womit ich sowieso nichts zu tun habe. Es ist nicht unsere Religion, die diese Menschen radikalisiert. Aber stand ja sogar im Aufruf, dass wir uns nicht distanzieren. Ich würde nur gerne darauf hinweisen, dass die Diskussion, glaube ich, sobald man dieses Land verlässt und sich in muslimische Länder begibt, ohnehin eine ganz andere ist. Die sagen seit Jahren, und die Zahlen sind ja auch so, dass das in Wahrheit ein Terrorismus ist, in dem in Wahrheit Muslime Muslime töten. Die Opfer, die wir in westlichen Ländern zu beklagen haben, sind schrecklich. Aber sie bewegen sich im Vergleich zu dem, was in Nigeria, in Syrien, im Irak, in Afghanistan an jedem Tag passiert, tatsächlich im Promillebereich. Und ich werde immer wieder gefragt, völlig egal, ob man in Nigeria ist, im Irak oder wo auch immer, dass sie sagen, habt ihr eigentlich schon mal das Brandenburger Tor mit einer Flagge von uns versehen? Nehmt ihr eigentlich überhaupt noch zur Kenntnis, wenn bei uns 100, 200, 300 Menschen sterben? Also das Gefühl vieler Muslime, dass sie sagen, ihr interessiert euch für diese Form von Terrorismus eigentlich nur in dem Moment, wo er euch betrifft. Aber ihr nehmt zu wenig wahr, was für ein schrecklicher Bruderkrieg in unseren eigenen Ländern tobt. Das ist das Argument, das man sehr häufig hört. Nur wir können ja Sie wissen als Journalist, der, glaube ich, auch mal bei einer Regionalzeitung gearbeitet hat, dass Nähe, Betroffenheit und Interesse darstellt. Es ist nichts außergewöhnlich, dass eine Gesellschaft erst mal wahrnimmt, was vor ihrer Haustür stattfindet. Frau Schmitz, Sie wohnen in Köln am Eigelstein. Ich komme auch aus Köln, deswegen weiß ich das. Auf dem Eigelstein leben auch viele Muslime. Wie fanden Sie das, dass so wenige Ihrer Nachbarn demonstrieren gegangen sind? Ich fand das natürlich auch sehr schade. Also ich verstehe das natürlich, dass Sie nicht über Zahlen sprechen möchten. Das kann ich total nachvollziehen. Ich spreche über Zahlen. Aber es kann ja nicht dieses Gefühl, was es doch gab. Natürlich nicht, aber es ist natürlich auch, und das ist natürlich klar bei so einer Demo, dass gerade das mediale Echo, was danach folgt, einfach an den Zahlen aufgehangen wird. Also es war mir natürlich auch klar. Mhm. Und ich persönlich kann sagen, also ich habe das Gefühl, bei mir unterm Fenster gehen zweimal die Woche eine Demo entlang. Und das ist natürlich was anderes, ob das 100 Leute sind oder ob da 10.000 sind. Und auch wenn das diese Obergrenze ist. Wenn man weiß, wie viele türkischstämmige Deutsche, wie viele Türken in Köln für Erdogan demonstriert haben, da war die Stadt zu. Es setzt halt einfach schon ein anderes Zeichen. Und das ist halt die Frage. Ich fand, ich finde, die Muslime hätten schon mehr Präsenz zeigen können. Einfach,
um nicht sich zu positionieren oder zu distanzieren, was sie ja auch gar nicht wollten, aber einfach um vielleicht deutschen Bürgern, die unsicher jetzt sind, was sind die Muslime, wo gehören die? Und natürlich gibt es halt leider Gottes einfach Leute, die nicht so über den Tellerrand gucken. Und da wäre das einfach wichtig gewesen, dass die Muslime in großer Zahl sich positioniert hätten und gesagt hätten, hier stehen wir, jetzt ja. wisst ihr Bescheid. Aber wenn jetzt diese Demo gezeigt hat, ist ja auch vor allen Dingen, wie uneinzig Muslime sind und wie wenig wir eigentlich über die Muslime als Gruppe sprechen können. Ich finde, das zeigt es ja auch ein Stück weit. Ja? Dass es zeigt einerseits die Spaltung oder die Stimmung innerhalb der DITIB. Es gab Ortsvereine der DITIB, die übrigens gesagt haben, wir unterzeichnen den Aufruf. Das zeigt auch vielleicht mal ein strukturelles Problem. Und ich bedauere das natürlich auch. Ja? Ich verdamme die nicht. Also bitteschön, so weit geht's nicht. Ja? Aber ich unterstelle dem mangelndes Gespür für gesellschaftliche Prozesse. Das unterstelle ich denen durchaus. Ja? Es gab ja durchaus andere Verbände, die das doch gezeigt haben. Und das fand ich wiederum positiv. Ich glaube, wir müssten auch mal ein Stück weit darüber sprechen, inwiefern ja, wir Muslime eben noch als Kollektiv so sehen können. Oder ob es nicht doch so ist, dass die meisten Muslime sagen, ich identifiziere mich gar nicht so sehr mit dem Islam gleich als erstes. Es war für uns unheimlich schwer. Wie strukturieren wir oder wie organisieren wir so eine Demo? Klar, über die organisierten Verbände, das ist einfach. Aber wie kommen wir an die Unorganisierten ran? Über Medien, über sonst was. Und jetzt zeigt es, das ist gar nicht so einfach. Über welche Medien? Wir haben ja alles bespielt, muss man so zu sagen. Wenn wir die Kurve kriegen, haben Sie eigentlich das Gefühl, dass das Ding nach hinten losgegangen ist, was die Wirkung angeht, dass jetzt die Falschen sagen, siehst du, wir haben da eine Parallelgesellschaft, naja. Der geht das am Hintern vorbei. Also, dass sowas instrumentalisiert wird, ja, das bedauere ich und das finde ich auch unangemessen. Aber ich weiß eben auch, dass es einen Impuls gegeben hat in die muslimische Community im Sinne von ja, muslimische Zivilgesellschaft stärken, die mal ein bisschen mehr anzustoßen. Wenn das, ich glaube, es war ein Anschuss. Ich glaube das wirklich, weil ich sehr viel von dieser Rückmeldung bekommen habe. Dass auch Muslime sagen, ja, vielleicht lohnt es sich mal rechtsstaatliche Mittel. Wir haben heute zwei aktuelle Meldungen bekommen. Einmal aus London, wo ein vierfacher Familienvater, ein Nicht-Muslim, gesagt hat, ich habe meinen Teil getan und ist in eine muslimische Gruppe nach dem Ramadan-Gebet reingefahren. Wir haben Erkenntnis zu nehmen, dass dort eine Saat aufgeht, dass die Gesellschaft sich gegenseitig bekriegt. Wir haben in Paris einen Anschlag von einem islamistischen Terroristen, der der Polizei bekannt war. Alles an einem Tag, der Gott sei Dank keine größeren Auswirkungen hatte. Herr Heubrock, das ist eine große Aufgabe für einen Psychologen, eine Gesellschaft zu therapieren. Aber was kann jeder Einzelne tun, um in diesen emotionalen Kreislauf, der vielleicht mal bei manchen sogar zu Handlungen führt, nicht hineinzugeraten? Ja, da wird es natürlich die ideale Lösung nicht geben. Wir müssen zunächst mal akzeptieren, dass wir uns in diesem Wirrwarr, in diesem auch Gefühlswirrwarr befinden, dass wir darin leben, auch mal wieder Beruhigungsphasen haben, dann aber auch wieder akute Bedrohungssituationen haben. Wir werden dann letztendlich auch akzeptieren müssen, trotz der ganzen innenpolitischen Maßnahmen, die sicher noch ergriffen werden müssen, dass wir mit Unsicherheit leben müssen. Und da tun wir Deutschen uns als Kultur, als Staat doch sehr, sehr Wieso? Schwer. Was ist für Deutsche so schwer? Ja, Unsicherheitsvermeidung ist so eine Kulturdimension, wo wir sehr viele Punkte erreichen. Das heißt, wir können mit Unsicherheit überhaupt nicht leben. Wir müssen uns gegen alles versichern. Kfz-Versicherung, Berufsunfallversicherung. In anderen Ländern gibt es das gar nicht. Die lachen sich kaputt, wenn wir darüber berichten. Sie glauben, eine Terrorversicherung hätte Chancen in Deutschland? Ja, ich hätte das mal so gesagt. Ich wäre steinreich geworden, wenn ich eine solche nach dem ersten Anschlag auf den Markt gebracht hätte, ja. Herr Strobel, Frau Kador hat etwas gemacht, was Politik gefällt oder nicht gefällt. Ich weiß nicht, ob man Sie trösten muss heute. Aber ich fühle mich gar nicht so, dass Sie mich trösten müssen. Naja. Es gibt ein weinendes und es gibt ein lachendes Auge. Und ich sehe das noch mal ein Stück weit auch als Sozialexperiment. Ich bin ja auch Islamwissenschaftlerin, die ja auch so ein bisschen drauf guckt. Von daher. Ja, ich finde es auch nicht so ganz fair, wenn möglicherweise 10.000 gekommen wären, hätte man gesagt, warum sind nicht 100.000 gekommen. Ja. Ich finde es ganz in Ordnung, dass Sie das gemacht haben, dass 1.000 gekommen sind, Haltung gezeigt haben und dass sie damit einen Impuls gegeben haben. Das finde ich ganz in Ordnung. Also herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Aktivität. Vielen Dank.
Ein Schlusswort, Flügel gab es ja gar nicht so in dieser Diskussion. Ich danke Ihnen ganz besonders, Frau Schmitz, dass Sie hier waren, auch Frau Lenz, dass Sie uns etwas gesagt haben über das Recht auf Angst. Ich danke Ihnen für eine sehr nachdenkliche, tiefbohrende Runde. Danke, war ein spannender Abend. Und ich gehe jetzt, lassen Sie mal, gerade zu den Tagesthemen, zu Ingo Zamperoni. Der wird uns wahrscheinlich mit neuen Fakten zu Terroranschlägen füttern. Ja, in Großbritannien gab es ja vergangene Nacht erneut einen Anschlag, diesmal offenbar gegen Muslime. Und das nach den vielen Attentaten der vergangenen Wochen sowie der verheerenden Brandkatastrophe in einem Londoner Hochhaus. Und in diesen Zeiten verhandeln die Briten seit heute in Brüssel über den Brexit. Wie das gehen soll, alles in den Tagesthemen. Mit Ingo Zamperoni. Vielen Dank, Sie waren uns ein aufmerksames Publikum. Und ich bedanke mich nochmal bei der Runde bei Herrn Strobel. Herzlichen Dank, Herr Maskelow, Frau Schmitz. Herr Holbrook, vielen Dank. Frau Kador, vielen Dank. Faktencheck, glaube ich, gibt es heute gar nicht so viel zu checken. Wir sehen uns wieder nächste Woche um 21 Uhr. Vielen Dank, schönen Abend.